kommen wir zur Siegerehrung der Prüfung Nummer 8. Als erstes möchten wir den diesjährigen Kostümpreis vergeben. Den Kostümpreis erhält dieses Mal mit dem originellen Motto sowohl zur Wiesn als auch für unsere bayerische Heimat die 352 Wiesenhofgilders mit der Annika Bechtold und ihrem zweiten Engelchen. So, während hier noch die Rangierung vorgenommen wird, schieben wir ein die Verlosung oder die Preisziehung der Rennen des Bayerischen Reit- und Fahrverbands. Bei mir ist Michael Hohmeier, der Präsident, der hier die Ehrung vornehmen wird. Liebes Publikum, liebe Eltern, liebe Teilnehmerinnen, auch im Namen des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes kann ich ganz herzlich begrüßen. In den letzten zwei Tagen haben wir hier als eine auch Einlage eine Rallye veranstaltet, das heißt, Sie kennen es wahrscheinlich als Schnitzeljagd, das heißt, wir haben Fragebogen verteilt und sehr viele Familien oder meistens dann ältere Kinder haben es ausgefüllt und aus den richtigen Antworten und Zetteln würden wir jetzt 6 rausnehmen, auswählen und wir fangen mit dem 6. Platz an und ich würde dann bitten, ich nenne den Namen und würde dann bitten, dass das Kind, meistens wird es Kinder sein, zu uns schnell kommt. Das erste ist die Maya Geister, hat den 1. Platz gewonnen. Bis es sich auf den Weg macht, dann der Simon Koloch, zartes Alter von 4. Die Annika, 9 Jahre alt, aus München. Marie-Sophie Franz, aus Rudolfstadt, 8 Jahre alt. Komm her, trau dich nach. Und als 5. Als 5. Stempinski Johanna, 8 Jahre alt, aus München. Und den 6. Preis. Katharina Piel, 7 Jahre alt, auch aus München. So, und wer bist jetzt du? Simon. Du bist Platz 2. Wird das alles ausgefüllt? Mit den Eltern zusammen, gell? Jetzt wird auch was mit. Das wird ein bisschen zu groß sein. Jetzt mal auf. Da muss noch einer wachsen. Und dann möchtest du.
ein Buch, weil es anders sind, sind schon Lehrbücher, das ist halt so gut. Okay, gratuliere dir. So. Marie. Wir brauchen noch unsere Gewinnerin, Maja Geister. Ist sie heute hier? Johanna Stempinski fehlt uns noch und Katharina Piel. Deshalb haben wir gebeten, die Handynummern zu hinterlassen. Die Gewinner und die Platzierten werden von uns telefonisch angerufen. So, herzlichen Dank. Und wie gesagt, die zwei, die nicht kamen, das waren die Vorderen, die werden angeschrieben bzw. zugeschickt. Dankeschön. Viel Spaß noch. Oh, wir können weitermachen. Der Prüfung Nummer 16, dem Prinzessinnenraub. Auf dem ersten Platz mit der Stellenzeit von 84,4 die 372 Wiesenhofsgilders mit Annika Berchtold. Platz. In der Zeit von 92,4 die 360 Weibar, vorgestellt von Peter Lorenz. Auf dem dritten Platz die 451 Daya mit der Lena Gruber in der Zeit von 97,86. Auf dem vierten Platz die 191 Jimmy, vorgestellt von der Sarah Rottmann, Zeit 100,58. Auf dem fünften Platz die 433 Attila mit der Gina Maria Grieser in 119,6.
Auf dem sechsten Platz die 12, Anthony Smalley mit der Victoria Tübinger in 125,95. Auf dem siebten Platz die 133, Lucina de Castel, vorgestellt von der Emily in 126,27. Auf dem achten Platz die 392, Kleiner Donner mit der Ava Ferch in 137,32. Auf dem neunten Platz die 368 Arino mit der Charlotte Wolf in 138,07. Und dahinter die 437 Chin mit der Emma Felte in 145,73. Auf dem 11. Platz die 426 Skywalker mit der Charlotte Dickmann in 147,99. Auf dem 12. Platz die 452 Semi mit der Shania Traub in 149,05. Auf dem 13. Platz die 196 Kira Bell mit der Hannah Schwerin in 152,15. Auf dem 14. Platz die 436 Rosalie mit der Stephanie Blank in 174,37. Platz die 423 Heid von Barbon, vorgestellt von der Liliane mit 200,57. Wir kommen jetzt noch zu einem Sonderpreis, dem Fairnesspreis. Der Fairnesspreis geht zurück auf eine Initiative unseres langjährigen FRB-Mitglieds und Schirmherrn des FRB-Generationen-Derbys, Dr. Martin Reichenbach. Der Dr. Martin Reichenbach, verstorben im Januar 2009, war Reiten und seine Pferde immer ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Er liebte den Reit- und Turniersport, sei es als Teilnehmer, Turnierarzt, Sprecher, Zuschauer oder als leidenschaftlicher Förderer. Freude am und mit dem Pferd war ihm wichtig. Besonders Fairness und Verantwortung gegenüber dem Partner Pferd. Dr. Martin Reichenbach formulierte dazu: Die Neigung zum Gewinnstreben, das Siegen wollen um jeden Preis, beeinträchtigen zunehmend die Achtung für der Kreatur und die Anständigkeit, besonders auch im sportlichen Wettstreit. Dem entgegenzuwirken soll ausgezeichnet werden, das Wohlverhalten gegenüber Pferd und Mitstreiter. Er wies auch darauf hin, dass nicht alle, die sich fair verhalten, ausgezeichnet werden können.
Wir wünschen uns, dass sich alle Reiter so verhalten, dass sie einen fairen Preis verdienen. Wer heute leer ausgeht, der soll nicht ungehalten sein, sondern als wahrer Sportsgeist auf das nächste Mal der Preisvergabe hoffen. Ihm zu gedenken wird in diesem Jahr wieder der Fairnesspreis an einen Reiter, der sich durch besonders faires Verhalten seinem Pferd gegenüber hervorgetan hat, vergeben. Und der Fairnesspreis auf dem Generationenderby in diesem Jahr geht an Lena Gropper, die wir hier in dieser Spaßprüfung gesehen haben und die trotz des Drucks und der Anspannung hier sich durch eine besonders feine Einwirkung und durch eine besondere Fairness gegenüber ihrem Pony ausgezeichnet hat. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es von Lena die Siegerdecke und aus den Händen von Dr. Gunnar Burczyk, unserem Richter hier, den Fairnesspreis. So, jetzt ganz zum Schluss. Die große Ehrenrunde. Freunde, seid vorsichtig. Ihr seid zu zweit auf den Ponys, auf den Pferden. Schön vorsichtig. Wir wollen nicht, dass sich noch einer verletzt zum Ende. Aber trotzdem, euer Applaus auf der großen Ehrenrunde. Und es geht los. Jetzt nochmal an der langen Seite alle unsere Teilnehmerpaare beim Prinzessinnenraum.